Können wir dann einfach aber mir überstimmen und diese Scheiße da hinten lassen? Was will denn aber mir machen? Nahrung. Nahrung. Ins Herz des Feindes. Komm, du willst ja nur irgendwelche Freunde besuchen. Das ist ein Gerücht und eine Lüge. Das weiß ich entschieden zurück. Ja, ist klar, wenn wir da sind. Ah, Herr Moren! Schön, dass man endlich sich mal wieder, da. Willkommen im Reich. Hier, ich habe Ihre Lange Lieblingstasse für Sie aufbewahrt. Wieder das Übliche? Kinderblut? Ja, Herr Morenes, so kennen wir Sie. Gerüchte, Verleumdung. Aber willst du echt nach Wahrung, Alter? Wir werden. Also, ich meine, wir werden da nicht draufgehen, da glaube ich nicht dran, aber. Erland plündert gerade Prios heilige Schätze, der ist sehr beschäftigt. Ja. Zum Plündern. Am Beschlagnahmen. Ja, diesem Plan willst du echt jetzt nachlaufen, Armin, hier, nur damit wir als da klar ja. sind. Du weißt, was wir noch finden, alles unter der goldenen Pyramide. Du willst nur was für deine Sammlung? Nein, natürlich nicht! Ich soll da verrecken, damit du irgendwelche blöden Sachen sammeln kannst. Oh, Barbaras Robe, oh, die ist ja schön. Und oh, die so hängen mir zu Hause hin. Hier, wie Barbaras Hauspantoffeln. die riechen so schön nach Käse. Ja, am niederhöllischen Käse. Ja, und also vielleicht hatte er auch 10 Socken mit 6 Zehenlöchern. Ja, cool. Wow. Ich bin der größte Sammler von Barbaran Memorabilien, die man ja, so finden genau. kann. Echter Zahnpilz. Das ist der Dämonenstreitwagen, den habe ich jemanden abgekommen. Bin ich ganz günstig rangekommen, ganz günstig. Seht nur, Barbarats Nachttopf. Du meinst ja nicht, das ist deine alchemistische Schale. Das ist doch alles noch in dem Berg drin, ne? Ich glaube, ja, der Magier hatte doch eine ganze Menge von der Scheiße, oder nicht? Und hat die ganze Zeit gesammelt, irgendwie. Bitte zurückbehalten. Hä, der Magier-Typ, wen meinst du? Galotta. Der Magier-Typ. Der Artefaktkammer von ihm ist ja noch der ganze Kram drin. Der hat bestimmt auch ein Museum mit coolem Zeug, das da irgendwo noch rumliegt. Weil es ein alchemistischer Schale aus Titanium ist nicht unüblich. Ne, du hast ja nicht mitgenommen, aber mir. Du hattest ja andere Probleme angeblich. Ja, die hatten Fluchtprobleme. Nur weil Jalan da reingekotzt hat. Ja, da geht Morenes dann irgendwann später hin, wenn er wieder in Garad ist. Ich lasse gehen, ne? Du suchst hier so eine 500 APL-Gruppe. Genau. Ich schließe sie mit 2 Dukaten und sagst, hey, geh mal in den Berg. Ich suche eine Schale. Das. Die Überlebenden kriegen einen Bonus von 5 Dukaten. Also, ich bin ganz stark dafür, dass wir einfach den Fluss überqueren, die Spastis sein lassen und einfach Ohaya suchen. Ich weiß noch nicht so genau, was wir damit der wollen, ehrlich gesagt, weil was macht die eigentlich? Also, ich meine. Wir bringen sie nach Hause. Wenn die nicht und dann tot ist, kickt dann die dusselige Oma vom Thron. Aber ist doch nicht heldenhaft. Ist doch nicht episch. Wir retten die totgeglaubte Kaiserin aus dämonischen Landen. Was ist denn sonst heldenhaft? Alles andere? Du willst alles das noch andere. Nicht machen. Arangenbäume pflanzen in Aranien oder was? Nicht das. Wo du doch Talent hättest, aber mir. Ich hab einen grünen Daumen, oder? Ja. Hast du Ackerbau schon gesteigert? Natürlich, auf 4. Wow. Ich weigere mich ja vehement, ne? Ich steigere die Scheiße nicht, und wenn wir es 5 Mal am Tag würfeln. Ich sehe es nicht ein. Ein gut angelegter AP. Ich meine, es sind 10 AP, ne? Deswegen juckt's nicht, aber. Und der Nachteil ist halt, sobald wir Rohaya haben, die kannst du ja nicht Hans zum Kuhns in der Hand drücken und sagen, jo, die schafft das schon. Die muss ja schon irgendwie selber zurückbringen, oder nicht? Wenn wir einer treffen, vielleicht nicht, keine Ahnung. Oder andere, wer weiß. Irgendwie so eine Bauernpatrouille. Ja, das ist die Geisterin. Bring die mal nach Gareth, gib ihm, Junge. Ja, die hat bis jetzt überlebt, also da wird sie die restlichen 3 Meter unterschaffen nach Gareth. Weiß man eigentlich, wie die überlebt hat, oder hat die einfach in so einer Hütte gehockt und sich gesagt, ich kriege jetzt ein Kind, Leute, wird schon laufen? Keine Ahnung.
weiß auch nicht mehr genau, wie das ist. Irgendwie wurde die von irgendwem gesund gepflegt, meine ich. Und hat dann dort... Druiden, oder? Ja, ich glaube auch irgendwie so ein Druide. Euler. Oh, Entschuldigung. Das trifft mich auch hart, wenn könnt, ihr könnt auch nicht, ihr könnt auch nicht 2 Stunden warten, ne? Wir sind jetzt erstmal noch 18 Jahre in Wagen und wir schaffen es gar nicht mehr zu der. Wir müssen Borberats gesamten Hausstand da rausziehen. Genau. Boah. Nachttöpfe. Kartoffeln. Schreibunterlagen, Borberats alles. Nachttopf. Alles. Abel mir nimmt alles. Borberats Milchzähne. Und dann steigerst du erstmal Alchemie auf 21 mit Berufsgeheimnis Klon. Ja? Wieso? Borberats Schlöpper und dann geht's los. Bah! Wiegst damit vor Isarons Gesicht. Ja! Oh. Siehst du, und wegen sowas will ich nach Wahrung laufen. Das wird doch nur Bullshit. Der ist der dumme Schlöpper der Welt. Borberats Unterhose riechen, das ist doch ekelhaft. Ein Endurium-Flipper. Mit Bremsspur. Ja, du musst so einen Hemas-Schlüpfer finden, der ist aus Endurium. Ja, so wie ich das mitgekriegt habe, wird Daru aber eigentlich auf jeden Fall da mitlaufen. Also da bin ich ja schon mal zweite. Warte mal, was wollte Karin noch denn machen? Wolltags, glaube ich, auch irgendwie. Karin, ja, ist halt nicht mit. Die sind alle an Pfanne. Er ist vernünftig, willst du da mal sagen? Ja, also, ja, nennen wir es so. Gut aussehend, wichtig, alles, was man so hat, wenn man anderen Fahrer ist. Ist ja noch nicht, wie wir wegkommen sollen. Ist natürlich schade, dass Daru heute nicht da ist. Weil ich sonst gerne so einen Gastauftritt von Yalan hätte, aber... Ja, den können wir doch auch spielen. Ja, wir gehen jetzt mal hin und hauen alles platt. Fick dich, Raffi. Ich leg mich jetzt mit dem und dem an. Oh, ein gefährliches Artefakt. Ich fasse es an. Genau. Der krankliche Charakterzug von ihm. Ich fasse es an. Wie weh kann das tun?